Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam mir die Einstellung für Technik und Bearbeitung anschauen. Den Fokus möchte ich hierbei auf die Bearbeitungseinstellung legen. Mein Name ist Jana Neugebauer und ich habe im Schickal bereits etwas vorbereitet. Ja, wie wir sehen, habe ich hier eine Position angelegt, wo wir die Möglichkeit hätten, die Einstellung für die Bearbeitung vorzunehmen. Um dorthin zu kommen, haben wir in jeder Position oben die Möglichkeit, auf den Reiter Einstellung, Technik und Bearbeitung zu gehen. Klicke ich hier drauf, wechselt sich direkt die Maske und ich habe hier die Möglichkeit für meine jeweilige Position die Bearbeitungseinstellung vorzunehmen. Des Weiteren habe ich aber auch die Möglichkeit, die Bearbeitungseinstellung für das System festzulegen. Bedeutet, ich lege eine Position an und bekomme direkt meine voreingestellten Bearbeitungseinstellungen. Um dies zu machen, gehe ich einmal auf Allgemein und in die Systemvorgaben. Hier komme ich in die gleiche Maske wie zuvor. Allerdings lege ich hier die Einstellung für ein gesamtes System fest. Ich wähle aus meiner Liste AWS ADS 70HI und für dieses System würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam die Bearbeitungseinstellung festlegen. Oben drüber finden wir immer die technischen Einstellungen. Diese klappe ich erstmal zu, da wir uns heute um die Bearbeitungseinstellung kümmern. Starten wir mit dem Beschlag. Bei Fenstern und Türen haben wir die Möglichkeit, die Profilzylinderausfräsung zu vergrößern. Bedeutet, wir können unsere PZ-Bearbeitung um einen gewissen Wert vergrößern. Geben wir hier beispielsweise eine 1 ein, wird unsere PZ-Bearbeitung umlaufend um 1 mm vergrößert und somit ist die Montage des Profilzylinders einfacher. Des Weiteren können wir festlegen, wie die Befestigungsbohrung für die Profilzylinderrosette, die Türdrückerbefestigung und den Obentürschließer ausgeführt werden. Steht eine 0 in den Feldern, bedeutet dies nicht, dass die Bearbeitung nicht ausgeführt wird, sondern dass die Katalogwerte genommen werden. Geben wir hier einen festen Wert ein, wie zum Beispiel 7,1. Entschuldigung, Doppelpunkt funktioniert natürlich nicht. Bedeutet das, dass die Bohrung für die Befestigung immer mit einem Durchmesser von 7,1 ausgeführt werden und somit an die Einienmutter eingebaut werden kann. Außerdem haben wir die Möglichkeit, den Durchmesser des Türdrücker-Vierkants festzulegen. Wenn wir hier einen Wert eingeben, wird dieser immer ermittelt. Ist eine 0 eingegeben, wird auch hier wieder der Katalogwert angewendet. Gehen wir weiter zu den Verbindern. Hier haben wir die Möglichkeit zu bestimmen, ob wir in unseren Profilen Verbinderbearbeitungen bekommen oder nicht. Ist der Haken gesetzt bei unseren jeweiligen Profiltypen, erhalten wir für diese Profiltypen Verbinderbearbeitung je nach dem ausgewählten Verbinder. Haben wir zum Beispiel Nagelbar ausgewählt, erhalten wir Nagelbohrungen in unserem jeweiligen Profil. Unten drunter finden wir Blendrahmendifferenzmaß, Fensterflügeldifferenzmaß, Türflügeldifferenzmaß, Pfostendifferenzmaß und Riegeldifferenzmaß. Dies bedeutet, wir können beeinflussen, wo unsere Verbinder positioniert werden. Wenn wir zum Beispiel merken, dass der Nagel nicht genug zieht, haben wir die Möglichkeit, unsere Nagelbohrung weiter von der Profilspitze entfernt zu positionieren. Geben wir hier eine 0,2 zum Beispiel ein, wird unsere Nagelbohrung 2 Zehntel weiter ins Profil reingerückt. Wenn ich in diesem Feld drin bin, sehe ich hier unten, dass die Hilfe für diese Eigenschaft blau markiert wird. Dies ist das Zeichen für mich, dass ich diese Hilfe öffnen kann. Hier wird mir dann direkt erklärt, was das Differenzmaß bedeutet. Geben Sie bei Bedarf ein Differenzmaß für die Platzierung der Bohrung ein.
Ein positives Maß vergrößert den Abstand der Bearbeitung von der Profilspitze, ein negatives verkleinert den Abstand. Somit hat man immer auf einen Blick eine kurze Erklärung zu der jeweiligen Funktion. Entschuldigung. Sobald man auf einem Feld in den technischen Bearbeitungen draufklickt, öffnet sich oder wird die Hilfe für diese Eigenschaft blau hinterlegt. Sobald man dann auf die Hilfe draufklickt, springt er direkt zu der ausgewählten Funktion. Gehen wir weiter zu den Fügungsbearbeitungen. Bei den Fügungsbearbeitungen haben wir bei Fenstern und Türen die Möglichkeit zu sagen, dass wir für die T-Verbinder entweder keine Bearbeitung bekommen beim Blendrahmen, Türflügel und Flügelrahmen oder eine Markierung bekommen oder eine Markierung mit Bohrung. Nur eine Markierung bedeutet, wir bekommen zwei Bohrungen mit einer Tiefe von einem Millimeter und einem Durchmesser von 3,2. Rechts und links von dem T-Verbinder, so dass der T-Verbinder mittig von den beiden Bohrungen platziert werden kann. Mit einer Bohrung bedeutet, dass zusätzlich zu den Markierungsbohrungen noch eine Bohrung zum Zentrieren des T-Verbinders generiert wird. Wählen wir keine, bekommen wir selbstverständlich keine Bearbeitung. Dies können wir für die jeweiligen Profiltypen individuell einstellen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt wäre Klebebohrung für Eckverbinder stanzbar. Ist bei den Verbindern ausgewählt, dass die Profile gestanzt werden soll, haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir keine Bohrung für die Klebebohrung möchten oder eine Bohrung mit generiert haben möchten. Dies ist abhängig von der Stanze. Als nächsten Punkt können wir bestimmen, ob wir eine Ausklinkung fürs Basisprofil unten, links, oben und rechts haben möchten. Bedeutet, wenn wir ein Basisprofil einsetzen möchten, soll dies unter Möglichkeit durchlaufend. Dafür habe ich einmal ein kleines Beispiel erstellt. Ich schalte einmal um. Und dort kann man gut sehen, wenn wir unten ein T-Profil an unserem Fenster zum Beispiel ausgewählt haben und dort ein Basisprofil dran setzen wollten, müsste der linke und der rechte Blendrahmen ausgeklinkt werden unten, damit das Basisprofil problemlos durchlaufen kann. Hier habe ich einmal zwei Beispiele gemacht. So würde eine profilierte Klinkung aussehen. Man sieht, die Nasen würden noch zusätzlich mit ausgefräst vom Basisprofil. Und bei der einfachen Klinkung hätten wir einfach eine normale Klinkung. Diese würde auf der Maschine etwas schneller gehen. Hier haben wir die Möglichkeit, das für das Basisprofil unten, links, oben und rechts auszuwählen. Was hierbei aber definitiv zu beachten ist, haben wir hier eine Auswahl getroffen von einfach oder profiliert, wird diese ausgeführt, unabhängig davon, ob ein Basisprofil hinzugefügt worden ist oder nicht. Gehen wir weiter zu den Befestigungsbohrungen. Wir haben bei Fenstern und Türen die Möglichkeit, Dübelbohrung mit zu erzeugen. Bedeutet, wir können auswählen, ob wir am Blendrahmen oben, unten, rechts oder links Befestigungsbohrung haben möchten. Standard ist erstmal ohne Befestigung. Wählen wir hier zum Beispiel aus, dass wir am rechten Blendrahmen eine Befestigungsbohrung haben möchten, müssen wir eine Variante wählen. Hier ist eine Variante 1 zur Auswahl. Ich gehe da drauf und sehe wieder, meine Hilfe für die Eigenschaft ist blau markiert. Klicke also einmal drauf, um zu sehen, was meine Variante 1 bedeutet. Und sehe da, wir haben eine Tabelle, wo wir als erstes die Variante sehen und dann die jeweiligen Systeme. Die ersten 5 Spalten sind Brandschutzsysteme und in der letzten Spalte finden wir alle anderen Systeme, wo natürlich auch unser AWS ADS 70 hinzuzählt. Hier können wir sehen, es handelt sich um eine Art Zweierbohrung, die in der großen Kammer ausgeführt wird. Und unten drunter haben wir den Vermerk,
dass ein abweichender Durchmesser eingegeben werden darf. Heißt, wir sind in dem Fall sehr flexibel. Schließe die Hilfe wieder und stelle auch beim Blendrahmen links die Variante 1 ein. Nun haben wir als nächstes den Punkt Befestigungsbohrung am bandseitigen Blendrahmen anpassen. Bedeutet, dass das System, das Programm automatisch darauf achtet, dass keine Befestigungsbohrung in der Bandposition liegen, dass diese automatisch so eingeteilt werden, dass die Bandbearbeitung und die Befestigungsbohrung nicht miteinander kollidieren und es bei der Montage keine Probleme gibt. Der nächste Punkt lässt uns bestimmen, wie viele Befestigungsbohrungen wir bekommen. Zwei Befestigungen ab Feldbreite, hier kann ein Wert eingegeben werden, beliebig, genauso wie bei drei Bohrungen ab Feldbreite. Des Weiteren können wir sagen, wir möchten einen maximalen Abstand zwischen den Bohrungen haben. Hier kann auch ein beliebiger Wert eingegeben werden und das Programm teilt die Bohrungen dann dementsprechend auf. Wir haben eben gesehen, wir können einen anderen Durchmesser angeben als vorgegeben. Sehen wir auch hier, wir haben die Möglichkeit, einen Durchmesser für die Wandseite und einen Durchmesser für die Glasseite anzugeben. Also könnten wir hier beliebig variieren und zum Beispiel auf 10 ändern und somit würden wir Dübelbohrung von einem Durchmesser von 10 bekommen. Ich schließe dies wieder und gehe weiter zu den Entwässerungen und Belüftungen. Diesen Punkt Entwässerung und Belüftung haben wir für den Blendrahmen, für den Riegel, für den Fensterflügel, Türflügel und Türriegel. Ich öffne einmal Entwässerung, Belüftung, Blendrahmen. Hier haben wir die Möglichkeit festzulegen, ab wann wir zwei Entwässerungen haben möchten. Grundlegend ist es so, wenn hier eine 0 hinterlegt ist, bedeutet es, dass wir pro Feld zwei Entwässerungen bekommen. Geben wir hier zum Beispiel einen Wert von 500 an, bekommen wir in kleineren Feldern, zum Beispiel 400, nur eine Entwässerung und diese würde mittig platziert werden. Drei Entwässerungen ab Feldbreite. Grundsätzlich, wenn hier nichts eingetragen ist, gilt, wir kriegen zwei Entwässerungen pro Feld, tragen wir hier einen Wert ein, wird ab einem gewissen Wert drei Entwässerungen ermittelt. Außerdem können wir einen maximalen Abstand zwischen den Entwässerungen festlegen. Geben wir hier einen Wert ein, teilt das Programm es so auf, dass wir nie einen größeren Abstand als der eingegebene Wert hier ist, ermittelt bekommen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, an beiseitlichen Blendrahmen eine Belüftungsbohrung zu bekommen. Setzen wir hier den Haken, wird nach Kartzeichnung eine Entwässerung oder eine Belüftungsbohrung ermittelt. Genauso bei dem Blocksystem wird teilweise eine Vorkammerbelüftung von der Glasindustrie empfohlen und die in der Kartzeichnung hinterlegte Bohrung würde somit ermittelt werden. Auch hier gilt wieder, möchten wir nochmal eine kleine Erleuchtung, gehen wir auf die Hilfe für diese Eigenschaft. Hier sehen wir, zur besseren Belüftung empfiehlt die Glasindustrie zusätzliche Öffnungen im oberen Eckbereich des Glasfalzes. Die Bearbeitung erfolgt im oberen Fensterblendrahmen. In der Glasleiste wird die Dichtungsnut des Blendrahmens für die Vorkammerbelüftung ausgefräst. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Belüftung gemäß Zeichnungskatalog generiert werden soll. Und wir haben hier oben auch aufgeführt, für welche Systeme das gilt. Und da sieht man nur Blocksysteme. Ja, die gleichen Einstellungen können wir selbstverständlich beim Riegel, Fensterflügel, Türflügel und Türriegel machen. Angenommen, dieser Block, diese Einstellung würden wir nicht nur gerne für das System AWS 70HI nutzen, sondern auch für andere Fenster- und Türsysteme könnten wir dies nennen Bearbeitungseinstellung Fenstertüren. Und haben nun auch die Möglichkeit, diese Einstellung zu speichern. Gehe ich hier auf die Diskette,
kann ich sagen, als Block speichern und muss dem Ganzen nur einen Namen geben. Und bestätige das Ganze mit OK. Wichtig ist, wenn ich Einstellung hier gemacht habe für das ganze System, bitte immer auf Übernehmen klicken. Dann wird das Ganze auch gespeichert. Haben wir das hier in den Systemvorgaben hinterlegt, wird bei der nächsten Erstellung eines Elements in dem jeweiligen System, in dem Falle AWS ADS 70HI, diese Einstellung als Grundeinstellung genommen. Und ich muss nicht hergehen und die Einstellung für jedes Element einzeln vornehmen. Selbstverständlich habe ich die Möglichkeit, im Element meine Bearbeitungseinstellung abzuändern oder anzupassen. Da wir nun den Block gespeichert haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, bei anderen Fenstertürsystemen diese Einstellung zu hinterlegen. Nehmen wir an, wir möchten diese Einstellung bei ADS 90 SI Plus oder ADS 90 SI Plus hinzufügen. Wählen wir das System also aus und gehen nun auf den Drei-Punkte-Schalter aus Block Laden. Gehen wir rein, sehen wir, dass wir unsere Bearbeitungseinstellung Fenstertüren finden. Und können diese also übernehmen, bestätigen mit OK und sagen dann übernehmen. Was fällt uns auf? In der Bezeichnung steht direkt unser Name drin. Und wenn wir mal auf den Beschlag gehen, sehen wir auch, die Einstellungen, die wir eben vorgenommen haben, sind hier direkt mit hinterlegt. Bedeutet, wir können nun das System AWS 90, ADS 90 auswählen und haben dies als Grundeinstellung direkt hinterlegt. Wir können auch mehrere Systeme direkt markieren und dann diese Einstellung zuweisen. Angenommen, wir machen das bei den beiden Systemen, gehen wieder hier auf den Drei-Punkte-Schalter, wählen das System aus, bestätigen mit OK und gehen dann natürlich wieder auf Übernehmen. Ja. Das, was zu den Bearbeitungseinstellungen bei Fenstern und Türen. Wir können einmal das Ganze direkt am Element einstellen, indem wir von den Positionsdaten zu den Einstellungen Technik und Bearbeitung gehen oder das Ganze in den Systemvorgaben für das jeweilige System hinterlegen, dass man diese Grundeinstellung für die Bearbeitung hinterlegt hat und diese nur noch gegebenenfalls anpassen muss. Gehen wir einmal zu den Einstellungen Technik Fassade. Wir wählen einmal das System Schüco FES 50 und sehen schon, die Bearbeitungseinstellungen sind deutlich geringer. Wir können bei den Fassaden weniger einstellen. Wenn wir einmal auf die Fügungsbearbeitung draufgehen, sehen wir, dass wir einstellen können, ob wir für die Klinkung am Riegel eine Klinkung generiert haben möchten. Ist der Haken gesetzt, bekommen wir die Riegelklinkung ausgegeben. Ist der Haken nicht gesetzt, bekommen wir am Riegel auch keine Klinkung ermittelt. Somit würde diese auch nicht an der Maschine ausgeführt werden. Wir können außerdem Werte hinterlegen, minimale Bautiefe, maximale Bautiefe. Dies betrifft die Riegel. Haben wir zum Beispiel eine große Fassade und können dies an unserer Maschine nicht machen oder nicht ausführen, könnte man hier einen maximalen Wert festlegen. Hat man die großen 265er Riegel, würde er automatisch es nun nicht mit ausgeben, ändert man den Wert zum Beispiel auf 270, haben wir nicht das Problem und er gibt es direkt mit an die Maschine aus und die Klinkungen sind mit vorgegeben. Außerdem können wir bestimmen, ob wir die Langlochbohrung am Riegel haben möchten. Möchten wir diese haben, Haken setzen. Möchten wir diese nicht haben, weil wir sie gegebenenfalls stanzen möchten, setzen wir den Haken raus. Außerdem haben wir bei den Fassaden noch die Möglichkeit, unter Sonstiges eine Markierung für Dichtung,
Schneidwerkzeug zu erzeugen. Setzen wir hier den Haken, bekommen wir wieder eine 1 mm tiefe Markierung. Ich öffne dafür nochmal die Hilfe für diese Eigenschaft und hier sieht man schön, dass man da die kleine Bohrung hat, wo dann die Dichtung eingeschnitten werden muss. Auch hier kann selbstverständlich der Block wieder gespeichert werden und dann für andere Fassadensysteme wieder geladen werden. Außerdem kann hier natürlich auch wieder direkt im Element die Bearbeitungseinstellung angepasst werden. Wichtig nochmal zum Schluss, immer wenn etwas geändert worden ist bei den Systemvorgaben, mit Übernehmen bestätigen, damit dies auch gespeichert wird. Ja, das war es erstmal zu unseren Bearbeitungseinstellungen bei Fenster, Türen und Fassaden. Ich hoffe, Ihnen hat das Ganze gefallen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.